Am Dienstagvormittag wurde in unmittelbarer Nähe zum Hafen in List ein toter Wal angeschwemmt. Gut, dass es noch kein Geruchs-Web-TV gibt, denn der war am Fundort des schon stark verwesten Wales äußerst intensiv. Trotzdem kamen viele Menschen und wollten einen Blick auf das Tier werfen. Es handelt sich, so vermuten Experten, um einen circa 7 Meter langen Zwergwal. Am Mittwoch soll der Kadaver von Mitarbeitern des Landesbetriebes für Küstenschutz geborgen werden. Genauere Untersuchungen und Probenentnahmen des Instituts für terrestrische und aquatische Wildtierforschung schließen sich an.